Ich grüße Sie auf meinem Kanal. Heute werde ich Ihnen die besten QLED-Fernseher vorstellen. Ich gehe auf die Eigenschaften der einzelnen Modelle ein und zeige Ihre Vor- und Nachteile auf. Es wird interessant sein. Los geht's! Beim Samsung The Frame handelt es sich nicht nur um einen gewöhnlichen Fernseher, sondern um ein echtes Kunstwerk. Das matte Display bietet ein reflexionsfreies Seherlebnis, egal ob bei Kunstwerken im Art Mode oder beim alltäglichen Fernsehen. Besonders beeindruckend ist das moderne Rahmendesign, das sich nahtlos in jede Wohnlandschaft einfügt. Die Möglichkeit, den Rahmen magnetisch zu wechseln, bietet eine zusätzliche Personalisierung, die sicherstellt, dass der Fernseher stets zu deinem aktuellen Einrichtungsstil passt. Ein Nachteil dieses Modells könnte für manche die Full-HD-Auflösung sein, da in der heutigen Zeit viele Konkurrenzprodukte bereits 4K-Auflösung unterstützen. Dies könnte insbesondere bei größeren Bildschirmdiagonalen und entsprechendem Sitzabstand relevant sein. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten sticht dieser Fernseher vor allem durch seinen Art Mode hervor, der es ermöglicht, das Gerät in ein digitales Kunstwerk zu verwandeln, wenn es nicht als Fernseher genutzt wird. Diese einzigartige Funktion zusammen mit den austauschbaren Rahmen setzt The Frame deutlich von herkömmlichen Fernsehgeräten ab. Sie möchten den Preis dieses Modells erfahren oder Kundenrezensionen lesen? Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit der Suche. Schauen Sie stattdessen in die Beschreibung dieses Videos. Ich habe Amazon-Links für jedes Modell in meiner Auswahl hinzugefügt. Dort werden Sie alles finden, was Sie interessiert. Der TCL C641 hat mich echt beeindruckt und ich denke, er könnte auch dich überzeugen. Mit seinem 50 Zoll QLED-Bildschirm und der 4K UHD-Auflösung bietet er ein unglaublich scharfes und farbenfrohes Bild, das dein Fernseherlebnis auf ein neues Niveau hebt. Die Farbdarstellung dank Quantum Dot Technologie ist einfach umwerfend und hebt sich deutlich von herkömmlichen LCD-Fernsehern ab. Aber nicht alles ist perfekt. So hat das Gerät zwar einen Triple-Tuner für Satellit, Kabel und DVB-T2, unterstützt aber kein USB-Recording, was es schwierig macht, Sendungen aufzuzeichnen. Auch bei den Gaming-Features muss man kleinere Abstriche machen. Zwar gibt es einen 120 Hz Game Accelerator, doch dieser arbeitet nur in Full-HD-Auflösung und nicht in 4K, was für Hardcore-Gamer vielleicht nicht ideal ist. Trotz dieser kleinen Kritikpunkte überzeugt dieses Gerät mit seiner Bildqualität und einem sehr günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. HDI-Inhalte leuchten dank der hohen Spitzenhelligkeit richtig und die Bewegungsschärfe ist dank der Motion Clarity-Technologie top. Google TV als Betriebssystem bietet dir Zugriff auf eine Vielzahl von Streamingdiensten und Apps, sodass Unterhaltung immer nur einen Klick entfernt ist. Setze ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Teilen Sie Ihre Meinung mit und stellen Sie Fragen in den Kommentaren. Der Samsung Q60C hat mich durchweg beeindruckt und ich bin sicher, dass er auch dich begeistern wird. Sein 50 Zoll QLED-Display mit 4K-Auflösung bringt Farben zum Leuchten wie nie zuvor, unterstützt durch die Quantum Dot-Technologie, die für satte Farben sorgt, egal unter welchen Lichtverhältnissen. Das Quantum HDR erweitert den Kontrast und Farbumfang, sodass du ein kinoreifes Bilderlebnis genießen kannst. Obwohl der Fernseher in Bezug auf die Entspiegelung nicht unbedingt neue Maßstäbe setzt, steht er in diesem Punkt den Konkurrenzmodellen in nichts nach. Die Bewegungsdarstellung ist trotz der Limitierung auf 60 Bilder pro Sekunde ausgezeichnet, dank der AutoMotion Plus Funktion, die für eine glatte Wiedergabe sorgt. Eine Besonderheit dieses Geräts ist das NFT Universe, eine integrierte Plattform, die es ermöglicht, NFTs in fotorealistischer Qualität auf dem großen Bildschirm zu betrachten und sogar zu erwerben. Zusätzlich unterstützt der Fernseher den KI-Energiesparmodus über SmartThings, was dir hilft, Energie zu sparen, indem bestimmte Geräte automatisch in den Energiesparmodus versetzt werden, wenn sie nicht verwendet werden. Dieses Modell ist ein hervorragender Fernseher für alle, die nach beeindruckender Bildqualität und modernen Smart-TV-Funktionen suchen, ohne ein Vermögen ausgeben zu müssen. Der TCL 55T 8A überzeugt durch seine QLED-Technologie, die ein breites Farbspektrum und intensive Farben bietet. Dank HDR 1000 Nits und Full Array Local Dimming werden Inhalte mit hohen Kontrasten und klaren Details auch in hellen Umgebungen dargestellt. Der Fernseher zeichnet sich durch eine beeindruckende Bildqualität aus, besonders bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten, wo der erweiterte Kontrastumfang feinste Details in dunklen Bereichen hervorbringt. Die Tonqualität ist solide, jedoch wird empfohlen, eine externe Soundlösung wie die TCL X937U Soundbar für ein umfassenderes Klangerlebnis zu nutzen. Die Smart-TV-Funktionen werden durch Google TV angereichert, was eine intuitive Bedienung und Zugriff auf eine Vielzahl von Streaming-Diensten ermöglicht. Die Konnektivität ist vielfältig, mit Unterstützung für HDMI 2.1, was den Fernseher besonders attraktiv für Gamer macht, die schnelle Bildwiederholraten und Features wie VAA und ALLM schätzen.
Trotz seiner leistungsstarken Features ist dieser TV auch energieeffizient und umweltfreundlich mit Funktionen wie automatische Abschaltung und einem Eco-Modus zur Optimierung des Energieverbrauchs. Dieses Modell ist ein hochleistungsfähiger Fernseher, der durch seine Bild- und Tonqualität sowie Smart-Funktionen und Gaming-Features überzeugt. Als ich den Hisense 55E7 KY Pro auspackte, fiel mir sofort der minimalistisch dünne Rahmen auf, der das QLED-Display umgibt. Dieses Modell verspricht von Anfang an ein elegantes Erscheinungsbild und fügt sich nahtlos in jedes Wohnzimmer ein. Besonders beeindruckend sind die lebendigen Farben und die scharfen Bilder, die dieser Fernseher liefert, dank seiner 4K-Auflösung und der Unterstützung von HDR-Einheiten. Allerdings gibt es auch ein paar Punkte, die nicht ganz optimal sind. So liegt die Spitzenhelligkeit für HDR-Inhalte etwas niedriger als bei einigen Konkurrenzmodellen, was die HDR-Erfahrung unter bestimmten Bedingungen einschränken kann. Zudem verzichtet der Hersteller auf individuell steuerbare Dimming-Zonen, was die Schwarzwerte und den Kontrast bei der Betrachtung in vollständig abgedunkelten Räumen beeinflussen könnte. Im Vergleich zu anderen QLED-Fernsehern auf dem Markt sticht dieser TV vor allem durch sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis hervor. Während viele andere Hersteller ähnliche Spezifikationen zu einem höheren Preis anbieten, schafft es Hisense, hochwertige Technologie zu einem attraktiveren Preis anzubieten. Zusammenfassend ist dieses Modell besonders für diejenigen geeignet, die ein großartiges Heimkinoerlebnis suchen, ohne dabei ein Vermögen ausgeben zu müssen. Als begeisterter Technik-Enthusiast habe ich mir den Samsung Q70C, ein QLED 4K-Fernsehgerät, genau angesehen. Dieses Modell verspricht, einiges an visuellem Vergnügen ins Wohnzimmer zu bringen. Im Herzen dieses Geräts schlägt der Quantum Processor 4K, der mit künstlicher Intelligenz das Bild, den Ton und die Funktion verbessert. Ein Highlight ist sicherlich die Motion Accelerator Turbo Plus Technologie, die insbesondere für Gamer interessant ist, da sie eine flüssige Bewegtbilddarstellung bei Spielen in 4K-Qualität mit 120 Hz ermöglicht. Hinzu kommt die Quantum HDR Technologie, die für einen hohen Kontrastumfang und filmreife Bilder sorgt. Trotz all dieser beeindruckenden Features gibt es auch einige Kritikpunkte. Zum einen gehört der Q70C zur Energieeffizienzklasse F, was im Vergleich zu anderen Modellen auf dem Markt nicht gerade herausragend ist. Dies könnte insbesondere für umweltbewusste Käufer ein entscheidender Faktor sein. Darüber hinaus bietet das Gerät zwar eine Reihe von Smart-TV- und Gaming-Funktionen, doch die Plattform könnte intuitiver gestaltet sein, um den Zugriff und die Navigation zu erleichtern. Im Vergleich zu Konkurrenzprodukten sticht dieses Modell vor allem durch seine Bildtechnologie hervor. Die Kombination aus Quantum Processor 4K, Motion Accelerator Turbo Plus und Quantum HDR bietet ein einzigartiges Seherlebnis, das bei anderen Modellen in dieser Preisklasse oft nicht zu finden ist. Allerdings sollte man die Energieeffizienz und die Benutzerfreundlichkeit der Smart-TV-Funktion im Auge behalten, wenn man zwischen verschiedenen Modellen abwägt. Abschließend ist dieser Fernseher ein hervorragendes Gerät für alle, die Wert auf hohe Bildqualität und Gaming-Leistung legen. Und hier kommen wir zum letzten Teil der Bewertung. Vergessen Sie nicht, dass Sie in der Beschreibung unter diesem Video Links zu allen Modellen aus meiner Bewertung finden. Wenn Sie diesen Videobericht nützlich fanden, unterstützen Sie mich bitte mit einem Like. Ihre Kommentare helfen, den Inhalt noch besser zu machen, also zögern Sie nicht, Ihre Gedanken mit mir zu teilen. Und natürlich solltest du meinen Kanal abonnieren, damit du keine neuen Folgen verpasst. Bis bald!